Der FC Ingolstadt 04 gegen den SV Darmstadt 98. Es ist das Duell steter Wegbegleiter aus den vergangenen Jahren. 2015 stiegen beide Mannschaften gemeinsam in die erste Bundesliga auf, hielten im Folgejahr die Klasse und stiegen anschließend wieder ins Unterhaus ab. 10-mal trafen sich bislang, wobei die Schanzer 4 Duelle für sich entscheiden konnten, 5-mal unentschieden spielten und nur 1-mal als Verlierer den Platz verlassen mussten. Zuletzt begegneten sich der FCI und die Lilien im vergangenen März, als man sich nach Toren von Robert Leipertz und Tobias Kempe 1:1 unentschieden trennte. Am kommenden Samstag um 13 Uhr steht also das inzwischen 11. Duell der Ingolstädter mit Darmstadt auf dem Programm und gleichzeitig das erste Pflichtspiel für den neuen Schanzer-Cheftrainer Jens Keller, der zu Beginn der Woche seine Arbeit beim FC Ingolstadt 04 aufnahm. Vor knapp einem Jahr saß Keller letztmals in der zweiten Bundesliga auf der Bank, damals noch im Dress des Schanzerliga-Konkurrenten Union Berlin. Auch deshalb weiß der 48-Jährige, wie die Lilien sowohl taktisch als auch spielerisch einzuschätzen sind. Ja gut, Darmstadt ist bekannt, dass sie taktisch diszipliniert gegen den Ball arbeiten, dass sie sehr kompakt arbeiten, aggressiv. Dirk Schuster stellt seine Mannschaft immer sehr aggressiv ein. Ja, ich erwarte, dass sie am Anfang schon probieren, uns unter Druck zu setzen. Sie haben auch im Moment nicht so eine einfache Phase, haben jetzt auch, glaube ich, ein bisschen Unruhe. Aber das muss uns egal sein. Wir müssen selber auf uns schauen. Wir haben die Mannschaft, glaube ich, gut vorbereitet und ja, freuen uns auf das Spiel. Beim Gastspiel im Merckstadion am Böllenfalltor erwarten Keller und seine Schanzer also eine intensive Partie gegen einen starken Gegner, der in den letzten Wochen alles andere als Grund zum Jubeln hatte. Die Minen bei den Lilien, sie werden ernster. Schließlich gingen die letzten 3 Partien für Cheftrainer Dirk Schuster und sein Team verloren, wie auch am vergangenen Spieltag, als man gegen den 1. FC Union Berlin mit 1:3 unterlag und auch dadurch auf dem 12. Tabellenplatz der 2. Bundesliga feststeckt. Doch darauf legen die Schanzer keinesfalls ihren Fokus, hat man an der Donau doch genug eigene Baustellen, an denen zu arbeiten ist. Ja, ich finde, es ist schon auch bei der Mannschaft eine gefährliche Situation. Die Mannschaft ist ja schon ihrer Stärke irgendwo bewusst. Nichtsdestotrotz stehen wir da, wo wir stehen. Und wenn nicht jedem im Kopf klar ist, dass wir im Abstiegskampf sind, dann werden wir das nicht schaffen. Und das habe ich der Mannschaft schon auch verdeutlicht. So mit Schulterklopfen und sagen, ja, wir sind ja gut genug, also wir werden nicht absteigen, wird es nicht funktionieren. Man muss diese Situation annehmen und die habe ich auch ganz, ganz klar angesprochen. Aber das ist schon ein Augenmerk gewesen, natürlich in den ersten Einheiten, das Defensivverhalten, die Aggressivität, den letzten Schritt zum Mann machen, die Räume eng zu halten, als Mannschaft zu verteidigen. Ja, das ist unheimlich wichtig und das haben wir schon probiert zu erarbeiten, aber 4 Einheiten, wenn Sie überlegen, was im Fußball alles so wichtig ist, Tore schießen, Tore verhindern, Standardsituationen, taktisches Mittel, Umschaltspiel, also es gibt unheimlich viel und das sind 4 Einheiten alles anzusprechen und das dann optimal am Wochenende umzusetzen, ist nicht ganz so einfach. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, an der einen oder anderen Stellschraube intensiv gearbeitet und die Mannschaft schon einiges, glaube ich, mitgeben können auf dem Weg. Der FC Ingolstadt 04 und sein neuer Trainer wollen also nach dem Heimsieg gegen Aue Ende August endlich wieder einen Sieg in der zweiten Bundesliga einfahren. Zum einen, um dem 48-Jährigen einen gelungenen Einstand auf der Schanz zu ermöglichen und zum anderen, um im Schlussspurt vor der Winterpause wichtige Punkte im Abstiegskampf einzufahren.